Zusammen mit meinem Team aus Entwicklern und Machine Learning Experten bauen wir die Technologieplattform für künstliche Intelligenz, die bei der SAP zur Anwendung kommt. In meinem Modul wird es darum gehen, wie Machine Learning im Unternehmenskontext einsetzbar ist. Das heißt, von der Idee über die richtige Technologie, über Integration und Wartung. Welche Probleme gibt es? Wie kann man Machine Learning für sich nutzbar machen? Es gibt ja zwei Gebiete, die ich so unterscheiden würde. Auf der einen Seite geht es darum, zu automatisieren. Und auf der anderen Seite geht es beim Einsatz von Machine Learning darum, Dinge machen zu können, die vorher nicht möglich waren, wie zum Beispiel jetzt Objekte in Bildern zu erkennen. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen für Machine Learning. Ich versuche mal so ein bisschen einen Überblick zu geben. Auf der einen Seite geht es zum Beispiel darum, aus Bildern Produkte oder Ersatzteile zu erkennen, um solche Bestellprozesse besser zu automatisieren. Auf der anderen Seite geht es zum Beispiel bei Kunden darum, Textanalysen zu machen, um Inhalte zu erkennen oder Texte zu übersetzen. Und dann gibt es natürlich auch das Feld von Sensordaten, um dort Pattern zu erkennen, um Ereignisse zu erkennen und nicht zuletzt um sprachliche Interaktionen zwischen Bediener und System, also Chatbots und natürlich sprachliche Interaktionen. Runtergebrochen kann man sagen, es gibt vier verschiedene Gebiete. Zum einen ist es so, dass wir in unser eigenes Produktportfolio künstliche Intelligenz einbauen, die vom Kunden direkt benutzt werden kann, ohne dass er verstehen muss, wie das funktioniert. Wir bieten Interaktionen mit den Endbenutzern und Kunden an in Form von Chat-Systemen und wir bieten als nächstes Technologien an, die von unseren Kunden benutzt werden können, um ihre eigenen Prozesse besser gestalten zu können und als letztes auch eine Technologieplattform, um den Machine Learning Experten und Data Scientists, die bei den Kunden arbeiten, zu helfen, ihre eigenen Algorithmen zu erstellen. Die Einstiegsmöglichkeiten sind ganz unterschiedlich, je nachdem. Wenn man im Unternehmen selber schon Machine Learning Experten hat, dann ist relativ klar, dass man mit diesen Experten eigene Modelle bauen kann und dann zum Beispiel auf den SAP-Technologieplattformen integrieren und nutzbar machen kann im operativen Geschäft. Wenn man jetzt diese Erfahrung noch nicht hat, kann man vorgefertigte Bausteine von uns nehmen, die vortrainiert sind oder trainierbar sind, um mit den eigenen Entwicklern diese Integration zu betreiben. Oder man kann natürlich auch die Applikationen, die von uns gefertigt werden und in den Produkten ausgeliefert werden, nehmen. Und drumherum gibt es ein großes Netzwerk von Partnern und Supportorganisationen, die dem Kunden natürlich auch unterstützen dabei, aus betriebswirtschaftlicher Sicht das Sinnvolle zu tun und dann auf der technologischen Ebene diese Integrationsprojekte zu begleiten. Bei solchen Projekten haben die meisten Kunden am Anfang erstmal einen großen Fokus auf die Technologie, wobei aus meiner Sicht die interessanteren Fragen eigentlich sind, wie funktioniert das dann, wenn ich das wirklich im praktischen Einsatz habe, wie funktioniert das Support, wie kann ich das im Dauerbetrieb halten, wie kann ich die Integration sicherstellen, wie kann ich Zugriff sicherstellen, wie kann ich Sicherheit für meine Daten gewährleisten. All diese Sachen sind eigentlich mindestens genauso kritisch wie die Technologie selber, die verwendet wird.